Wir sind heute hier bei Burning Issues meets Kampnagel und haben auf dem Markt der Möglichkeiten verschiedenen VertreterInnen von Verbänden und Initiativen die Möglichkeit gegeben, sich zu präsentieren. Und dazu gehört auch ein Interview. Ich habe jetzt hier Markus Heinzelmann vom Regienetzwerk neben mir sitzen. Das Regienetzwerk hat sich auch unter dem Dach des Ensemble-Netzwerks gegründet. Hallo Markus Heinzelmann. Hallo Lisa. Markus, was war der Grund, dass sich das Regienetzwerk gegründet hat? Also erstens waren wir auch, also oder einige der Gründer des Regienetzwerks bei den legendären Konferenzen konkret und haben sozusagen die Gründung des Ensemble-Netzwerks mitbekommen und verfolgt und als sehr positiv empfunden und darüber hinaus aber trotzdem auch bemerkt, dass die Belange der RegisseurInnen sich in vielen Punkten mit denen des Ensemble-Netzwerks decken oder deckungsgleich sind, aber dass es natürlich spezifische Punkte gibt, die unsere Berufsgruppe im Besonderen betrifft. Ihr seid zum Beispiel alle solo-selbstständig, während wir temporär beschäftigt sind oder angestellt sind. Großer Unterschied. Genau, und dass sozusagen darüber hinaus natürlich das Sprachrohr, sage ich jetzt mal im Allgemeinen, mit den unterschiedlichen Netzwerken und unterschiedlichen Verbänden vielleicht auch mehr Möglichkeiten oder bin ich mir sicher oder überzeugt davon, mehr Möglichkeiten bietet, entsprechend vielleicht auch Druck aufzubauen gegenüber Politik oder Leitung, um die Arbeitsbedingungen für die einzelnen Beschäftigten allgemein zu verbessern. Was sind da gerade so eure Punkte? Habt ihr eine Agenda, wo du sagen kannst, wir brauchen das, 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 das? Ja, die wäre jetzt zu lange. Also unsere Agenda ist dann doch ein ABC, Zukunfts-ABC, also das ist ein jetzt über die letzten zwei Jahre ausgearbeitetes Papier mit verschiedenen Forderungen, die sich auch in kurzfristige, mittelfristige, langfristige Ziele sozusagen einteilen lassen. So die Hauptforderung oder die Hauptbemühung, die wir anstreben, da geht es um eine gerechte Bezahlung, es geht um faire Produktionsbedingungen, es geht, was natürlich auch Thema hier bei Burning Issues ist, um Parität und Diversität auch in unserem Berufsfeld. Es geht um künstlerische Autonomie und verbindliche Zusammenarbeit. Es wären jetzt so die fünf Kernpunkte und ganz konkret als Solo-Selbstständige sind wir natürlich stark jetzt auch von dem Corona-Einbruch sozusagen betroffen. Also sowohl im Verdienst als auch sozusagen im Bereich, dass wir nicht arbeiten können oder dürfen und dass verschiedenste Jobs natürlich weggefallen sind, verschoben werden und so weiter. Da versuchen wir einerseits oder appellieren, dass die Theater zum Beispiel keine extra Corona-Klauseln in die Verträge aufnehmen, beziehungsweise dass das Risiko und die Lasten zu gleichen Teilen getragen werden. Und ganz grundsätzlich im Moment sind wir auch dabei, daran zu arbeiten, auch mit der Intendantengruppe oder mit verschiedenen Verbänden vielleicht einen neuen oder faireren Werkvertrag auf die Wege zu bringen. Bezüglich Gage, Auszahlungsmodalitäten oder wie stellt man sich das vor? Ja, Gage, Auszahlungsmodalitäten und sozusagen, ich sage jetzt mal, unternehmerisches Risiko. Also da ja jeder Solo oder jede Solokünstlerin quasi ein Einzelunternehmen ist, gibt es da schon Verbesserungsbedarf in Richtung sozusagen der Absicherung oder des Lastenausgleichs zwischen Arbeitgeber, also sprich zwischen den Häusern und zwischen den Solokünstlern. Seid ihr eine Gruppe von Leuten, die sich hauptsächlich an den Landes-, Stadt- und Staatstheatern aufhaltet oder habt ihr auch Berührungspunkte zu KünstlerInnen aus der freien Szene? Also sozusagen offen sind wir für alle RegisseurInnen und wir hatten jetzt ja auch schon verschiedene Tagungen in den letzten Jahren und verschiedene sozusagen Fortbildungsangebote gemacht. Das wird von RegisseurInnen der freien Szene und der Stadt- und Staatstheaterszene angenommen. Ich würde sagen, schwerpunktmäßig, also die meisten Mitglieder und oder Interessierte kommen eher aus dem Stadt- und Staatstheaterbereich.
Ist es richtig, wenn man beschreiben könnte, dass durch eure Initiative sich eigentlich die eine Gruppe der Solo-Selbstständigen, die besonders unter dem Genie-Begriff leiden, zusammengetroffen hat, um zu sagen, wir haben die gleichen Interessen? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das Bedürfnis oder es gilt ja auch so, der Regieberuf als sozusagen der Beruf der Lonely Wölfe oder so. Und ich erinnere mich an bei unserem ersten Treffen, da kamen glaube ich so 80, 90 Leute in Bochum, war ein renommierter Intendant zu Besuch, der meinte, das wäre jetzt so im Witz natürlich, aber es wäre das erste Mal, dass er RegisseurInnen miteinander sich unterhalten sieht. Ja, also dieses Klischee wollen wir natürlich aufbrechen und nicht weiter bedienen. Und ich habe das Gefühl, dass das Bedürfnis und eine gewisse Sehnsucht oder Bedarf schon darin besteht, dass die Leute sich austauschen, also dass vielleicht auch die Hürden fallen, dass man über Gagen sprechen kann, dass man über Arbeitsbedingungen sprechen kann, dass man über auch Inhalte und Ästhetik sprechen kann, aber vor allem der Austausch bewirkt halt irgendwie die Möglichkeit, Dinge zu verändern und darüber hinaus natürlich auch durch die Vernetzung mit euch oder mit anderen Netzwerken oder Aktionsbündnis sozusagen so eine vielschichtige Perspektive auf verschiedene doch zu besprechenden Punkte, dass dadurch ja irgendwie was passieren kann. Und ist denn schon auch was passiert? Naja, passiert ist, also bei euch ist ja viel passiert, bei uns ist sozusagen zumindest, glaube ich, jetzt das Bewusstsein verschärft worden und vielleicht, also oder ich denke, es besteht auch die Möglichkeit, dass wir wirklich einen Schritt weiterkommen im Punkto Gagenuntergrenze. Und das wäre schon mal ein wichtiger Schritt, von dem doch gerade viele AnfängerInnen oder Kolleginnen, die auf kleineren Bühnen arbeiten, betroffen sind. Welche Gagenuntergrenze fordert ihr? Also wir fordern, also das ist aber eine spezielle Rechnung, wir fordern eigentlich 7.500 Euro, beziehungsweise auf jeden Fall, das richtet sich natürlich schon auch nach Zeiten, das ist so eine bestimmte Berechnung, da wir davon ausgehen, Vorbereitungszeit gleich Probenzeit und wir gehen jetzt so von der durchschnittlichen Probezeit von 6 Wochen aus, also von 3 Monaten. Damit wären wir dann sozusagen bei 2.500 Euro im Monat als Untergrenze oder Mindestgage, was quasi deckungsgleich ist mit dem, was das BFDK als Untergrenze... Das ist der Bundesverband der freien darstellenden Künste. Also was sozusagen die als Untergrenze vorschlagen und setzen und was jetzt ja auch in bestimmten Förderinstrumenten, zum Beispiel in Berlin, sozusagen so ist, dass die Gruppen, die die Gagen beantragen oder die Fördersummen, dieses auch nicht unterschreiten dürfen. Und das wäre schon mal ein Mindestmaß, was man auch für Stadttheater erreichen kann. Sehr gut. Das ist doch auch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Markus Heinzelmann, dass du dich mit dem Regienetzwerk ehrenamtlich engagierst. Das ist ganz toll. Macht weiter so und wir sehen uns gleich noch. Vielen Dank auch. Und es macht ja auch Spaß. Ja, das stimmt. Tschüss.